Akio Butterbier. I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. Ui. Darf ich Ihnen, Sir, ein Getränk aus dem Hause empfehlen? Darf ich Ihnen hier ein kleines Getränk vorstellen? Hier, eine Spezialität aus dem Zwergenfürsthause. Naja, nicht ganz, aber ja, eine Empfehlung vom fürstlichen Hause. Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, zu einem neuen Zetlog. Gab es ja auch lange nicht mehr. Der letzte Zetlog, die Gamescom 2019 in Köln, ist auch wieder lange her. So, ich habe heute mir hier was besorgt. Wizards Blue Butterbier, Butterscotch Bier aus dem Elbenwald. Großartig. Das will ich heute mal vor der Kamera ausprobieren. Ich habe ja schon einen schönen Bieröffner. Na, schön ist er nicht, aber einen kleinen Bierdeckelöffner. Alkoholfrei. Kann sogar ich trinken. Hier, falls man sehen kann. Ja, hier heute vor meinem verstaubten Eck. Ja, ich bin wieder bei den Eltern in der Wohnung und in meinem alten Kinderzimmer. Also wenn ihr hier ein paar Umgebungsgeräusche hört, das ist, ja, ich bin bei meinen Eltern in der Wohnung und ja, trinke heute hier. Ich habe hier noch ein paar die verstaubten. Ja, das X markiert die Stelle. Ein kleiner Untersetzer. Öffne ich mal das Ding und probier's mal mit euch. Ich hole noch ein Glas. Hier ein ganz, ja, nicht mehr ganz so frisches, ein bisschen beschmutztes Glas, aber das sieht man vielleicht auf die Entfernung nicht ganz so. Ich gieße mir jetzt ein kleines Stückchen vom Butterbier ein und koste heute live ist es nicht, aber ich koste heute vor der Kamera mit euch gemeinsam das erste Mal Butterbier aus dem Elbenwald. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Ist jetzt heute Finale. Ich war übrigens beim Friseur. Ich sehe wieder scheiße aus. Hab keinen Bart. Aber gut. Bier trinken. Ich öffne es. Es ist offen. Tada. Und jetzt. So. Butterbier. Schön die Marke. Die Kamera halten. Erstmal ein kleines Stückchen und sprudelt. Butterbier aus Harry Potter. Da war es im Gläschen. Das Glas nicht zu nah dran halten. Das ist, habe ich schon den ganzen Tag benutzt. Da sind schon einige Fettflecken dran. Ich koste. Es riecht karamellig. Es ist auf jeden Fall viel Karamell drin. Ich habe gehört, es soll sehr süß schmecken und wirklich also so ein bisschen wie Fassbrause stelle ich mir vor. Halt so ein bisschen, ja, sehr, sehr süß und karamellig soll es schmecken. Na dann, das riecht schon mal sehr interessant. Also. Der erste Schluck. Es schmeckt sehr, 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 sehr süß. Es ist wirklich. Das sollte man mit Genuss, es sollte man mit Genuss genießen und wirklich, es ist wirklich in Maßen, nicht in Maßen, aber also in kleinen Mengen genießen, das sollte man wirklich. Interessant, aber ist was ich bisher noch nie zuvor getrunken habe, also in der Art. Karamellig auf jeden Fall, sehr karamellig. Butter schmeckt man auch durch, also ist bestimmt nicht drin, aber so ein bisschen der Geschmack Butter, ein Butterbier, so ein bisschen Karamellbutter. Dann wäre so Butter, also ja, wäre so Karamell, karamellig süß, karamellige Limo, wer das mag. Ja,
Ich bilde mir gerade ein, auch ein bisschen Kürbis zu schmecken, aber das wird wahrscheinlich nur an den Namen liegen. Ist das hier Butterbier heißt? Ja. Keine Ahnung. Ja, hier, Butterbier. Sauf aus. Zuckerschock. Nicht alles auf einmal. Nur ein kleines Stück genießen. Das war ein großer Schluck, den ich gerade hatte. Ja, gut, das werde ich mal wieder verschließen. In kleinen Stücken, in kleinen Mengen genießen. Kein Glas auf einmal. Nicht so große Schlücke. Machen wir es wieder zu. Deckel wieder drauf. Ist eine Limo. Muss nicht gekühlt werden. Kann man kühlen. Boah, schmeckt. Kann man trinken. Nicht so häufig ist es. Jetzt habe ich eine angeschnittene Stirn. Ja. Den Flaschenöffner mal in die Tasche stecken. Kann man mal hier da durchlesen, was da hinten drauf steht auf der Flasche. Ja. Ja, Zucker ist da viel drin. 307,5 Kilojoule, 73,3 Kilokalorien. Ja, das ist. Fett 0 Gramm. Energy 18,9 Gramm Zucker. Machen wir dafür. Dafür schmeckt es aber ziemlich süß. Schmeckt nach mehr Zucker. So. Store in cool dry place. Yo. Made by Dweets. Sehr schön. Ihr habt einen Barcode, könnt ihr einscannen. Wisst ihr, was für eine Flasche ich gekauft habe? Ja. Schön. Wizards Blue Butterbier. So, hier bin ich besser zu sehen. Hier. Mal fürs Thumbnail hier ein bisschen. Na dann. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ja, ich gieße mir vielleicht noch einen Schluck ein. Und dann, ja, man sieht sich. Haut ran. War mal wieder ein kürzerer Setlog. Prost.